Ja, Leute, willkommen zu einem neuen Tutorial zu einem Battlenetic-Game. Diesmal geht es um Storm of Swords und ich sage gleich von vornherein, dieses Spiel ist den Aufwand nicht wert, wie auch schon andere Spiele der Reihe. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine, weil das Overlay komplett aussieht wie andere Spiele auch. Und haargenau exakt dasselbe ist. Zu den Aufgaben. Aufgabe 1 ist Level 24 zu erreichen, das ist noch relativ machbar. Aufgabe 2 ist Level 40 zu erreichen, auch diese Levelsprünge hatten wir schon mal. Level 40 zu erreichen ist schon recht haarig, finde ich jedenfalls. Und dann Aufgabe 3 wäre es Level 54 zu erreichen, nochmal 14 Level drauf. Und das werde ich auf jeden Fall nicht mehr machen, weil das ist mir einfach zu anstrengend. Und so viel sei gesagt, es ist halt die Mühe nicht wert. Und wir gucken uns das Spiel mal an und es sieht halt genauso aus wie SAO. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es ausgesprochen hieß, aber man erkennt es ja sofort. Man wird hier wieder mit dem gleichen Begrüßungsbildschirm und allem begrüßt und die ganze Aufmachung ist haargenau dasselbe. Die wichtigsten Funktionen sind auch hier wieder euer Charakter, wo ihr halt eine Übersicht habt über die ganzen Kameraden, die euch begleiten und halt auch, was ihr angelegt habt. Beziehungsweise so wichtig ist es eigentlich nicht. Wichtiger ist hier die Söldnerübersicht, weil ihr hier wieder hochstufen könnt etc. und die Leute aufsteigen lassen könnt. Das gleiche System wie halt bei SAO, nur irgendwie ist das noch anstrengender. Also die Levelgrenzen haben sie, glaube ich, irgendwie angehoben für das Spiel und das ist halt richtig schwierig, weil ihr habt jetzt die Möglichkeit halt auch wieder Erfahrung zu farmen. Also in dem Fall die Hauptquest, die kann man bis Level 20, glaube ich, machen. Das bringt relativ gut XP. Danach wird es wieder dünne. Und dann habt ihr das Problem, dass dann irgendwann ihr einfach so richtig nicht mehr Erfahrung farmen könnt. Man kann hier draufklicken und dann könnt ihr hier sehen, was euch Erfahrung bringt. Der Hauptauftrag wäre, hier hinzugehen. Also das sind die Missionen. Ihr müsst halt immer irgendwelche Dungeons, also Dungeons besiegen. Und die schafft ihr halt nicht, wenn ihr nicht genug so Angriffspower habt, sage ich mal. Ansonsten, um Erfahrung zu sammeln, gibt es halt einmal pro Woche. Da lauft ihr immer hin und her und macht 100 Mal das Gleiche und damit lässt sich gut Erfahrungspunkte sammeln. Das war's dann aber auch schon. Hier Erfahrung, zwei Rituale. Ich klicke jetzt hier einfach nochmal drauf. Genau, diese Wochenmission ist das, was ich meinte, ist bereits abgeschlossen. Dann könnt ihr in die Arena gehen und Wettkämpfe machen. Elfen-Escort ist jeden Tag dabei. Da habt ihr vielleicht die Chance auf 3 Millionen Erfahrungspunkte, glaube ich, ungefähr sowas in der Dreh. Und dann Himmelssturm bestehen. Das ist dann halt sowas, wo ihr achso, das ist nicht mehr das Würfeln. Das ist hier, wo ihr auch gegen irgendwelche Leute kämpft und die sind so overpowered extrem. Also da legt ihr sofort lang. Lohnt sich also auch nicht. Und das hier, die Schatzsuche in den Bergen, ist halt einfach nur eine Würfelmission. Da kriegt ihr aber auch kaum Erfahrungspunkte. Und dann kommt dann halt öfters mal dazu, dass ihr, ist es jetzt hier? Hier der Autopilot, wo ihr 100 Monster töten sollt. So, da gibt es ungefähr pro getöteten Monster 750 Erfahrungspunkte. Auf die Erfahrungsskala hochgerechnet auf 8 Millionen könnt ihr euch vorstellen, wie lange das dauern würde. Ihr müsst da zwar nichts machen, aber es dauert trotzdem ewig und ihr kriegt kaum Erfahrung. Also es ist halt echt nichts, was sich lohnen würde. Ich rate ganz klar davon ab. Wer die Ausdauer hat, kann das gerne bis Level 2 spielen, dann das ist noch machbar, aber Level, also bis Quest 2, bis Quest 3, wo man Level 54 erreichen soll, das ist einfach unschaffbar. Es sei denn, es gibt hier irgendeinen Trick, den ich nicht gesehen habe. Für alle die trotzdem das Game machen wollen, nochmal kurz die wichtigsten Funktionen erklärt. Also hier hatte ich schon gesagt, bei den Söldnern, hier könnt ihr hochstufen, ihr braucht dafür wieder Erfahrungsarzneien. Die kriegt ihr, wenn ihr Quests abschließt. Dann klickt ihr halt wieder hier drauf und stuft sie hoch. Wenn er ein bestimmtes Level erreicht hat, hier oben zum Beispiel Level 40 jetzt, wäre dann das Hauptding, dann könnt ihr ihn hier aufsteigen lassen, braucht dann halt wieder Sternerhöhungsfrüchte und ab einem bestimmten Level dann
Auch noch irgendwelche anderen Items, wo ich keine Ahnung habe, wo er die herbekommt. Wahrscheinlich könnt ihr sie kaufen. Ja, mit Echtgeld. Beziehungsweise werden sie wahrscheinlich irgendwo droppen, aber relativ selten, denke ich mir. Sternzeichen und sowas geht erst ab Level 45. Geht bei mir gar nicht, ich bin ja erst 40. Dann das gute alte Schmieden, wo ihr halt irgendwie eure Waffen verstärken könnt. Da klickt ihr einfach drauf. Taverne ist noch wichtig, da könnt ihr Krieger rekrutieren, das heißt aber auch, ihr müsst hier so eine, ja, entweder Bier, Wodka oder andere Geschichten hier erwerben, beziehungsweise in dem Fall erspielen. Ihr bekommt jedes Mal oder sehr häufig Weinspiele, die könnt ihr hier halt einsetzen. Ihr seht jetzt, ich habe hier 121 Weinspiele und jetzt würdet ihr hier auswählen, was braucht ihr jetzt für ein Getränk, um den jeweiligen Söldner anzuwerben. Da würdet ihr jetzt draufklicken und ich klicke mal hier drauf. Und dann könnt ihr halt immer eine Karte aufdecken, verbraucht 40 Weinspiel, je nachdem, wie viel ihr jetzt habt oder beziehungsweise was ihr für einen Helden rekrutieren wollt. Dann braucht ihr natürlich höhere, ja, Getränke und die verbrauchen umso mehr Weinspiel. Ja, und dann klickt ihr halt immer drauf und hofft, dass ihr halt immer die höchstmöglichen Karten zieht und dann könnt ihr euch irgendwann hier die Helden holen. Ihr seht hier, was man hier so braucht. Das ist eigentlich somit am wichtigsten, wenn ihr mehr Gefährten haben wollt. Manche bekommt ihr auch durch irgendwelche erledigten Quests. Das könnt ihr hier zum Beispiel auch machen, wo ihr Errungenschaften ablegt und dann könnt ihr euch irgendwelches Zeug abholen. Ihr seht hier, das ist wäre zum Beispiel die Hauptbelohnung, wenn ihr alle Quests abgeschlossen habt. Dann bekommt ihr diesen Reißer. Ansonsten bekommt ihr auch durch andere Quests oder wenn ihr am Rad dreht. Ich meine nicht jetzt am Rad drehen von verrückt werden, sondern es gibt hier irgendwie so ein Rad, woran man drehen kann. Wenn ihr es jetzt hier nicht findet, dann könnt ihr es hier rechts in der Quest, also in den Aufgaben finden. Dann klickt ihr halt hier, Schicksalsrad machen und dann läuft der automatisch hin. Und da kann man halt irgendwelche Sachen gewinnen, also auch ganz toll. Ja, Kampfaufstellung ist hier noch wichtig. Da könnt ihr eure Helden positionieren, in welcher Reihenfolge sie jetzt halt stehen sollen. Das ist halt auch wichtig, wie ihr angegriffen werdet. Das Spiel ist bis Quest 2 auch so recht schaffbar. Ihr könnt jetzt halt hier noch versuchen, noch mehr Kampfkraft rauszuholen. Diese Verstärkungsoption leitet quasi auf alles weiter, wo ich jetzt hier schon, was ich euch alles schon gezeigt habe. Und das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe, Reittierentwicklung, aber ja, was das jetzt bringen soll, keine Ahnung. Da steht dann halt hier gesamte Kampfkraft, die steigt jetzt an um 3000. Das ist halt nicht sonderlich viel. Wenn ihr das Spiel trotzdem spielen wollt, bis zum Schluss, dann Hut ab, viel Spaß. Und ein paar Bananen lassen sich hier auf jeden Fall rausholen. Und ich wünsche euch trotzdem viel Spaß dabei. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann.